Herzlich willkommen bei die Autotester. Heute eine weitere Verbrauchsfahrt, und zwar mit dem T-Roc Cabriolet. Das Cabrio hier ist nicht das erste SUV-Cabrio im Markt, denn das wissen wir alle. Es gab bereits den Range Rover Evoque, der wurde aber als Cabrio zumindest nach dem Facelift eingestellt. Und damit ist der T-Roc als Cabrio der einzige seiner Art. Und was er so kann, wie er sich fährt und vor allen Dingen, was er auf 100 Kilometer über Land, durch die Stadt und über die Autobahn verbraucht, genau das schauen wir uns heute an. So, auf geht's mit unserer Verbrauchsfahrt in unserem VW T-Roc Cabriolet. Und unser T-Roc hier, der wird angetrieben von einem 1,5 Liter Vierzylinder Motor, einem Benziner mit Zylinderabschaltung. Der liefert hier im Fahrzeug 110 kW bzw. 150 PS und maximal 250 Newtonmeter Drehmoment und ist in unserem Auto gekoppelt mit einem sechsstufigen Handschaltgetriebe. Volkswagen gibt den Verbrauch des Fahrzeugs an mit einem Durchschnittswert von 5,7 Liter super bleifrei auf 100 Kilometer. Ich bin mal sehr gespannt, wo wir am Ende unserer Fahrt landen. Wie immer fahren wir 100 Kilometer über Land, durch die Stadt und über die Autobahn. Ganz normale Fahrt. Wie immer haben wir im Auto die Klimaanlage eingeschaltet, bei mir aktuell auf 22 Grad und auf der geringsten Lüfterstufe, damit es hier im Auto nicht zu laut wird durch die Lüftung. Wir haben aktuell draußen stattliche 25 Grad, wenn ich mich nicht verlese. Und von daher muss die Klimaanlage ein bisschen arbeiten, aber gut, das gehört halt zum Spiel dazu. Und wie immer, die 100 Kilometer, die teilen wir so ein bisschen auf. Wir fahren jetzt erstmal ein bisschen über Land. Für alle, die das Format regelmäßig gucken, ich bin mittlerweile umgezogen und damit haben wir eine neue Tankstelle als Start. Die Route bleibt zum größten Teil gleich. Also werden relativ wenig verändern. Denn ich hab mir halt jetzt nur einen anderen Start- und Stopppunkt gesucht, der sich aber mehr oder weniger auf der ursprünglichen Route auch befunden hat. Das heißt, es verschiebt sich quasi nur so ein bisschen der Punkt, an dem wir losfahren. Und wir sind jetzt gerade ein paar Minuten erst unterwegs. Aktuell zeigt das Auto jetzt an 9,8 Liter im Durchschnitt. Das kennen wir, wenn wir losfahren, dann ist es immer so, dass wir am Anfang deutlich höher liegen und dass sich das Auto eben erst einpendeln muss. Das ist auch bei dieser Fahrt nichts Besonderes. Wir werden uns zwischendurch mal das offene Dach gönnen, weil was macht ein Cabrio für einen Sinn, wenn man die ganze Zeit geschlossen fährt. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, im Moment, wo ich das Dach aufmache, wird es halt extrem schwer, mich noch zu verstehen. Und das merkt ihr jetzt schon. Ich fahre jetzt hier noch nicht mal knapp 100 über die Landstraße. Wir merken jetzt schon die Windgeräusche im Auto. Es ist halt ein Cabriolet, da wird es halt im Fahrzeug laut. Und deswegen werden wir es wahrscheinlich in der Stadt einfach mal machen, denn auch da gibt es eine Sache, die man, wie ich finde, auf jeden Fall erwähnen sollte bei diesem Fahrzeug, wenn es um das Dach des Fahrzeugs geht. So, jetzt schauen wir aber erstmal, wie es läuft und was der T-Roc tatsächlich kann, wie es mit dem Verbrauch aussieht und was er sonst noch so zu bieten hat. Wer sich für einen VW T-Roc interessiert, der muss mindestens rund 27.500 Euro auf den Ladentisch legen. Dafür gibt es dann die Basisvariante mit dem 1 Liter 13er Benzinmotor in der Ausstattungslinie Style. Es gibt aber grundsätzlich für den T-Roc als Cabrio nur zwei Ausstattungslinien und das sind eben Style und die R-Line, die wir hier fahren. Wer den größeren Motor haben will, also den wir fahren, den 1,5 Liter Benziner, der muss dann rund 30.000 Euro dafür bezahlen, ebenfalls wieder für die Ausstattungslinie Style. Und den Unterschied hier, den es gibt nicht nur die R-Line davon, die kostet dann 32.800 Euro, glaube ich, sondern es gibt auch dann mit diesem Motor die Möglichkeit, ein Automatikgetriebe zu kaufen, also das klassische siebenstufige DSG von Volkswagen. Und das bedeutet, dass der Wagen in beiden Ausstattungslinien jeweils rund 2.000 Euro teurer wird. Wer sich dann für das Fahrzeug entscheidet, das wir haben, also die R-Line mit dem großen Motor und Handschalter, der kann sich eben selber ausrechnen, wo er liegt, nämlich rund bei 32.800 Euro. Dazu kommen dann noch so einige Extras, die wir hier an Bord haben und die blende ich euch jetzt mal kurz ein. Da sind so ein paar hübsche Dinge, das fängt mit der Lackierung an, da sind so ein paar, sag mal, Verschönerungen, da sind ein paar Assistenzgeschichten drin, einfach um das Auto so, sagen wir mal, rund zu machen. Und dann landet die allerdings bei diesem Fahrzeug, das wir hier gerade fahren, auch bei über 40.000 Euro. Wenn wir uns die Materialauswahl und die Verarbeitung hier in unserem T-Roc Cabrio anschauen, dann wirkt das im Moment erstmal so typisch, ich würde mal sagen, wie ein Golf. Aber wenn ihr genauer hinschaut, dann stellt ihr fest, hier ist eigentlich alles Hartplastik. Das ist jetzt für die Kategorie Fahrzeug grundsätzlich machbar. Aber bei einem VW, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich zumindest hier im oberen Bereich doch noch Soft-Touch-Materialien erwartet. Ist aber nicht der Fall. Auf der anderen Seite
Es sieht so aus, als wären es Soft-Touch-Material. Das heißt, optisch versäumt man hier nichts. Aber wie gesagt, wenn man halt drauf klopft, mich hat es im ersten Moment erschreckt, denn ich habe mir auch gedacht, eigentlich hätte das Soft-Touch sein müssen. Ist es aber nicht. So, hier im Auto ist tatsächlich alles, was ihr um euch herum habt. Ah, hier ist ein bisschen Soft-Touch im Mittelpanel der Tür, so eine Verkleidung. Ansonsten wirklich leider überall Kunststoff. So, jetzt haben wir die ersten 12 Kilometer hinter uns, sind nicht ganz eine Viertelstunde unterwegs. Schauen wir mal kurz, was unser Verbrauch sagt. Na, er hat sich ein bisschen normalisiert. Wir sind jetzt bei 6,1 Liter auf 100 gefahrene Kilometer. Sind damit gar nicht mehr so weit weg von den angegebenen 5,7. Und ich denke, wenn wir noch weiter so ein bisschen gemütlich über Land fahren, dann kann das Fahrzeug hier schon noch zeigen, was es verbrauchsmäßig drauf hat. Denn wichtig zu wissen ist, dieser 1,5 Liter Motor mit der Zylinderabschaltung, das ist so die Benzin-Allzweckwaffe aus dem VW-Konzern aktuell. Den findet man eigentlich in allen Modellen. Den haben wir auch schon ein paar Mal getestet in unterschiedlichen Fahrzeugen und hat bis jetzt eigentlich immer ein vernünftiges Ergebnis abgeliefert. Beim Thema Assistenz- und Sicherheitssysteme, da muss sich das T-Roc Cabriolet im Grunde genommen nicht verstecken, denn der Wagen bietet in der Basis bereits zum Beispiel einen Spurhalteassistenten, eine Müdigkeitserkennung oder auch einen Notbremsassistenten. Und natürlich gibt es beim Auto noch deutlich mehr, das man optional dazu kaufen kann. Und was das genau ist und was es kostet, zeige ich euch jetzt mal in der Liste. Zum einen eben die Basis, das heißt, was bietet er bei den Assistenz- und Sicherheitssystemen immer. Und dann auch nochmal die Ergänzung mit den Preisen dazu, was kostet es, wenn ihr bestimmte Optionen gerne in eurem Auto haben möchtet. Unser VW T-Roc, der fährt in der Farbe Ravenna Blau Metallic vor. Und die ist, wie ich finde, sehr schön, die passt gut zum Auto, ist aber leider aufpreispflichtig, kostet nämlich fürs T-Roc Cabrio 610 Euro extra. Dann ist noch wichtig, wir fahren die Ausstattungslinie Airline, also die höhere Ausstattung. Es gibt ansonsten noch Style. Und deswegen haben wir nicht nur hier vorne das Airline-Logo am Kühlergrill, sondern wir haben einen etwas anderen Frontstoßfänger, der das Auto so ein bisschen dynamischer, kraftvoller auf die Straße stellt. Dann ist noch wichtig, wir haben bei uns mit an Bord das sogenannte Fahrerassistenzpaket Plus. Das ist zum einen natürlich wichtig für das Thema Fahrerassistenzsysteme. Was bietet es da extra? Ich blende das einfach mal ganz kurz ein. Für uns aber an der Front und für die Optik wichtiger ist, der T-Roc als Cabrio kommt normalerweise mit Halogenscheinwerfern vorgefahren. In diesem Fahrerassistenzpaket Plus sind aber LED-Scheinwerfer mit enthalten. Das Ganze kostet 1500 Euro und deswegen fahren wir eben hier nicht mit Halogen, sondern mit LED an der Front. Für alle, die das noch interessieren sollte, das T-Roc Cabrio ist 1,81 Meter breit und damit fast exakt genauso breit wie der normale T-Roc und gehört damit ganz klar bei den SUVs zu den kompakten. Die Basisausstattung des T-Roc, die ja bietet schon ein bisschen was, sodass ihr eigentlich ein Auto habt, das nur noch ein paar kleine Dinge braucht, um es wirklich schön zu machen. Und so kommt der Wagen zum Beispiel immer mit Komfortsitzen. Ihr habt immer ein Lederlenkrad im Auto, ihr habt immer eine Klimaanlage hier im Auto und viele, viele Dinge mehr. Die zeige ich euch jetzt mal kurz hier als Liste, damit ihr seht, was bietet der T-Roc als Cabrio in der Ausstattungslinie Style immer. Dann gibt es die Airline, das ist das Auto, das wir fahren. Und da kommen noch so ein paar Kleinigkeiten dazu, um dieses ja, sportliche Thema so ein bisschen zu unterstützen. Und das zeige ich euch jetzt hier auch mal kurz, dass ihr einfach mal so eine Idee kriegt, wie sind da die Unterschiede. Das heißt, diese Airline-Liste ist im Endeffekt immer zusätzlich zu sehen zu dem, was der Style sowieso schon bietet. Und dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, das Fahrzeug, sag mal, an eure Wünsche anzupassen. Und da ist es ähnlich wie bei vielen anderen Volkswagen-Fahrzeugen auch so, dass ihr schon sehr viele Individualisierungsmöglichkeiten habt und dass im Grunde genommen die Grenze nach oben doch recht fließend ist, wenn es um die Ausstattung und auch um die Kosten geht. Während unserer gemütlichen Fahrt hier über die Dörfer können wir noch mal kurz über das Thema Ablagen im Auto sprechen. Und da bietet der T-Roc als Cabrio hier vorne das, was man normal von einem Fahrzeug der Klasse erwartet. Ich habe in der Tür hier vernünftig große Ablagen vorne für Flaschen, dahinter vernünftig großes Ablagefach. Hier unterhalb vom Lenkrad gibt es nichts großartig zu entdecken. Da habe ich in der Mittelkonsole vorne ein Ablagefach, wo auch das optionale kabellose Laden untergebracht, das induktive Laden. Dann habe ich hier eine Schaltkulisse. Hinter der Schaltkulisse habe ich nur noch zwei Becherhalter. Der eine wirkt aber kleiner als der andere, der ist nämlich eckig. Und dann habe ich nochmal die verstellbare Mittelarmlehne hier und darunter noch ein kleines Fach. Die Mittelarmlehne lässt sich Höhen verstellen und auch nach vorne nach hinten schieben, sodass ich im Grunde genommen eine schöne, vernünftige Armauflage unabhängig von meiner Größe und Sitzposition habe. Und natürlich findet ihr auf der Beifahrerseite auch wieder das gleiche Spiel bezogen auf die Türen. Und es gibt, wie ich finde, normal groß dimensioniertes Handschuhfach. Das ist auf jeden Fall vernünftig. Auf der Rückbank sieht das Spiel allerdings ein bisschen anders aus, denn da gibt es, dadurch, dass wir hier ein Cabrio fahren,
keinerlei Ablagen in den Türen. Und das heißt, ihr findet da auch keinen Becherhalter. Aber das ist eben der Preis, wenn ihr ein Cabrio fahren wollt. Denn da wird der Platz im Auto für andere Dinge gebraucht. Und unter anderem ist das hier halt auch nur ein Zweitürer. So, wir haben jetzt 21 Kilometer gefahren und sind aktuell 24 Minuten unterwegs. Fahren hier gemütlich über die Dörfer. Haben jetzt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 53 Kilometern pro Stunde und einen Durchschnittsverbrauch mittlerweile von nur noch 5,5 Liter. Wir fahren allerdings im Moment auch über Land und zwar ganz gemütlich und wir fahren halt immer wieder durch kleine Dörfer. Das heißt, wir werden nicht wirklich schnell. So wie jetzt auch, wir fahren aus dem Dorf raus, aber das heißt direkt, wir dürfen maximal 70 fahren. Naja, und dann heißt es eben für uns auch ganz klar, wir brauchen gar nicht groß beschleunigen, denn das nächste Örtchen kommt schon wieder und dann heißt es wieder 50. Und das ist natürlich für den Verbrauch nicht so das Schlechteste, was man machen kann. Ich möchte mich übrigens bei euch an dieser Stelle mal kurz entschuldigen. Und zwar für die Frequenz der Videos, die in den letzten Wochen doch deutlich abgenommen hat. Das ist nur teilweise der Corona-Krise geschuldet. Vielmehr war es tatsächlich unser Umzug, denn wir haben aufgrund der Corona-Krise doch alles selbst gemacht. Wir haben also sehr wenig Hilfe in Anspruch genommen und waren damit wirklich, ja, mindestens mal 4 Wochen sehr intensiv beschäftigt. Und deswegen hatte ich einfach gar nicht die Zeit, um mich so intensiv um das Thema Autoberichte oder Autovideos zu kümmern. Tut mir furchtbar leid, ich hoffe, ihr versteht das. Aber jetzt ist alles wieder gut. Wir sind im neuen Haus, fühlen uns wohl, haben uns quasi eingelebt und eingerichtet. Und jetzt geht es wieder, zumindest soweit es Corona möglich macht, mit normaler Frequenz weiter. Das T-Roc Cabriolet, das ist 4,38 Meter lang und damit ein kleines bisschen länger als der normale T-Roc. Das Auto ist aber nur 1,52 Meter hoch und damit ein bisschen flacher als der normale T-Roc. Und das sorgt dafür, dass wir andere Proportionen kriegen und der Wagen einfach ein bisschen sportlicher, ein bisschen schnittiger daherkommt. Und ja, nicht mehr so sehr ans SUV erinnert. Nichtsdestotrotz, wir haben am Fahrzeug hier bei uns schöne große 18 Zoll Aluräder in Schwarz. Normalerweise fährt der T-Roc, egal ob als Style oder Airline, immer auf 17 Zollern vor. Die hier sind aber Teil des sogenannten Designpakets Black Style. Und die kommen zusammen mit den schwarzen Spiegelkappen hier. Das Paket kostet 550 Euro, aber ich denke, allein wegen der Felgen ist es das sicherlich schon wert. Und von der Seite sehen wir außerdem auch, dass wir ein Airline fahren, denn wir haben hier dieses Badge mit an Bord. Und wenn wir uns das Auto insgesamt anschauen, dann soll man immer wieder daran erinnert werden, das ist ein SUV-Cabriolet. Und deswegen haben wir hier auch diese Rathausbeplankung, die wir auch von normalen T-Roc kennen. Die stören mich hier nicht wirklich beim Auto. Wichtiger für mich ist eigentlich, wenn ich mir das Auto insgesamt anschaue, und ich gehe mal kurz aus dem Weg dafür, der erinnert mich immer wieder an einen Golf Cabriolet. Und ich bin fest davon überzeugt, genau das ist es eigentlich auch. Das ist nämlich das, was das Golf Cabrio ablösen soll. Und das macht er sehr ordentlich. Wenn wir uns den Wagen anschauen, beim Cabrio wichtig ist immer das Dach. Und das Schöne beim T-Roc Cabrio ist, es ist nicht nur immer elektrisch, sondern es ist auch feilschnell. Und das kann man auch von außen öffnen. Gucken, ob es klappt mit dem Schlüssel. Der Wagen öffnet das Dach in nur 9 Sekunden. Und das bei einer Fahrgeschwindigkeit von bis zu 30 Kilometern pro Stunde. Und schließen tut er das Ganze in nur 11 Sekunden. Und das finde ich persönlich schon eine sehr ordentliche Nummer. In der Grundversion hat das T-Roc Cabrio noch ein analoges Cockpit. Das heißt, wir reden normalerweise über ganz normale Rundinstrumente. Unser Fahrzeug jedoch hat das aufpreispflichtige digitale Cockpit an Bord. Das heißt, wir reden über einen Aufpreis von, ich glaube, 500 Euro. Und dafür habe ich hier halt ein wirklich sehr modernes, ich meine 10,2 Zoll großes, voll digitales Cockpit, wo ich mir zum Beispiel auch die Anzeigen verändern kann. Ich kann die Inhalte so anlegen, wie ich sie gerne möchte. Das kennt ihr von anderen VW-Fahrzeugen oder sagen wir Volkswagen-Konzernfahrzeugen auch. Das ist dieses klassische Cockpit. Ist hier im Fahrzeug schön gemacht, gefällt mir persönlich sehr gut, bietet vor allen Dingen reichlich Informationen und so wie jetzt gerade sagt es mir, ohne dass ich irgendwas umstellen muss, wir haben nur 5,3 Liter auf 100 gefahrene Kilometer verbraucht, zumindest aktuell bei nicht ganz 30 gefahrenen Kilometer. Wenn wir über das Thema Infotainment sprechen, dann ist es so, dass das Fahrzeug in der Basis mit einem 6,5 Zoll großen Display kommt und dahinter verbirgt sich dann ein Radiosystem, das heißt glaube ich Composition. Wer mehr möchte, so wie hier bei uns im Auto zum Beispiel, wir haben hier das Discover Media System mit einem 8 Zoll Touchscreen an Bord. Das ist ein vernünftiges Navigationssystem, das bietet unter anderem auch Streaming und Internetdienste und solche Geschichten, lässt sich sehr ordentlich bedienen, aber wie gesagt aufpreispflichtig, kostet 1375 Euro, wenn ich mich nicht irre. Ist aber sicherlich der richtige Weg, denn wenn ich noch ein bisschen was dazulege, dann habe ich on top auch noch Apple CarPlay und Android Auto mit an Bord. Ich meine, 225 Euro kostet der Spaß und wenn ihr wollt, gibt es Apple CarPlay hier mittlerweile sogar
kabellos. Das heißt, ihr braucht im Grunde, wenn ihr die kabellose Ladeschale habt, überhaupt kein Lade- und Verbindungskabel mehr mitnehmen, wenn ihr ein Apple-System benutzt. Interessant finde ich allerdings, dass es nicht mehr gibt. Also es gibt hier kein größeres System, so wie in vielen anderen Volkswagen, zum Beispiel diese 9,2 Zoll Systeme, die wir mittlerweile überall sehen, die sind fürs T-Roc Cabrio nicht verfügbar. Für alle, die Musik mögen, wir haben hier im Auto außerdem noch das Beats Sound System an Bord. Das kostet 580 Euro, bietet dafür aber neben dem Subwoofer auch noch eine Gesamtleistung von rund 400 Watt. So, jetzt sind wir hier an dem Punkt, wo wir mal kurz schauen können, wie unser Auto lossprintet. Wir biegen ab. Schau mal kurz. So, da merkt ihr, es ist nur ein 1,5 Liter Motor, aber wenn man den ein bisschen tritt, richtig klingen tut er nicht. Aber wir sind jetzt bei knapp über 100 Kilometer pro Stunde, also er zieht schon recht ordentlich, wenn man es will. Und für so ein Fahrzeug, mit dem man einfach nur Spaß haben soll, mit dem man gemütlich fahren soll, reicht das völlig. So, wir sind jetzt hier auf einer Strecke unterwegs, die ein bisschen kurviger ist und die vor allen Dingen aber einen sehr unschönen Untergrund hat. Nämlich sehr viele Bodenwellen, sehr viele, ich sag mal, Schnitte in der Straße, einfach nur Unebenheiten. Wie wir feststellen, das Fahrwerk von unserem T-Roc Cabrio macht einen wirklich guten Job. Denn der Wagen liegt relativ straff auf der Straße, aber trotzdem federt er hier wirklich sehr, sehr gut diese Unebenheiten weg. Ich kriege eigentlich relativ wenig von diesen Schlägen hier ab und sicherlich auch eine Kombination aus Sitz und Federung. Aber trotzdem, für die Passagiere an Bord ist das sehr angenehm. Jetzt, klar, bin ich auf Asphalt, wieder auf glattem Asphalt unterwegs und da merkt man sofort, sehr schön leise, nochmal ruhiger natürlich. Also kann ich ganz klar sagen, in dem T-Roc Cabrio mangelt es auf jeden Fall nicht an Fahrkomfort. Da muss sich niemand Sorgen machen. Das macht hier wirklich einen sehr ordentlichen Eindruck. Bevor es gleich auf die Autobahn geht, kommt jetzt wieder hier diese Kurve, die man immer etwas schneller fahren kann, um mal zu schauen, wie ist eigentlich das Fahrwerk von dem Auto. Und es kommt uns auch keiner entgegen. Das heißt, wir können ein bisschen später einlenken und mal schauen. Und da seht ihr, macht das Auto doch recht souverän. Für mich, dafür, dass wir hier von einem SUV sprechen, eine wirklich vernünftige Vorstellung. Und so sieht es dann offen aus und ich finde, das ist wirklich eine sehr schöne Form, obwohl es irgendwie so ein bisschen an eine Badewanne erinnert. Das war ähnlich beim Evo Cabrio auch schon. Aber ich finde die Linie halt sehr schön, weil hinter dieser schön schrägen Frontscheibe einfach praktisch nach der A-Säule nichts mehr kommt. Da stören selbst die Kopfstützen so ein bisschen. Gibt dem Auto so einen ganz eigenen Look. Für alle, die Angst haben sollten, was passiert, wenn ich mit so einem Auto mal einen Unfall habe, mich vielleicht überschlage. Es gibt ein Überrollsystem, das versteckt sich hier hinter den Kopfstützen und die schnellen einfach raus, diese Überrollbügel, falls das Auto, sag mal, gewisse Rollwinkel überschreitet und die Elektronik sagt, Achtung, wir überschlagen uns, dann wird eben damit dafür gesorgt, dass die Passagiere heil bleiben. Wie ich finde, sehr schön der Wagen von der Seite. Ich denke, für den Rest des Reviews lassen wir ihn zumindest, solange er hier steht, einfach mal offen. So, wir haben jetzt 35 Kilometer hinter uns und aktuell einen Durchschnittsverbrauch von 5,4 Liter. Also sind wir immer noch unter dem angegebenen Wert von 5,7. Jetzt geht es für uns auf die Autobahn. Da schauen wir mal, wie sich unser T-Roc Cabrio da hält. Ich bin mal sehr gespannt auf das Geräuschniveau und ich bin auch mal sehr gespannt darauf, wie sich der Spritverbrauch jetzt entwickelt. Also wie gesagt, wir fahren mit 5,3 Liter Anzeige auf die Autobahn auf, werden am Anfang wie immer mal kurz ein bisschen durchstarten, denn der Wagen bietet eine Höchstgeschwindigkeit von 205 km pro Stunde. Die werden wir aber nicht fahren, aber wir werden mal zumindest mal in die richtige Richtung gehen. Und dann schauen wir mal, wie gesagt, wie sich der Verbrauch am Ende unserer Autobahnfahrt darstellt. Jetzt beschleunigen wir erstmal übrigens, ich glaube 0 auf 100 soll der T-Roc als Cabrio in 9,8 Sekunden abliefern, zumindest in der Variante, wie wir ihn fahren, mit dem 1,5 Liter 150 PS Benziner. So, wir beschleunigen mal durch. Wir sind jetzt bereits bei 135, 140 haben wir jetzt schon. Jetzt kommen die Windgeräusche, aber wir fahren Cabriolet. Ich schalte mal direkt einen Sechsten, das macht der Wagen locker. Jetzt bei 155, 160. Ich denke, das ist immer noch im Rahmen, was wir hier hören. Das ist also nichts Schlimmes, aber ein Stück schneller noch. Jetzt allerdings, auch wenn ich voll durchdrehe im Sechsten, braucht der Wagen ein bisschen, um in die Hufe zu kommen. Aber 175, wir lassen es jetzt mal gut sein. Ich denke, mit 150 kann man mit dem Auto auch immer noch ganz bequem fahren, so wie jetzt gerade 144, 145. Ist das Geräuschniveau im Auto völlig in Ordnung. Und nie vergessen, wir sprechen über ein Cabrio. Das heißt, wir haben hier nur einen Stoff darüber uns. Ich finde das schon sehr ordentlich. Unser Verbrauch hat sich natürlich sofort geändert. Wir haben jetzt schon eine Anzeige von 6,0. Deswegen werden wir es jetzt mal etwas ruhiger angelassen und werden einfach mal den Tempomaten auf 130 setzen.
Dann können wir nämlich auch mal schauen, wie verhält sich eigentlich unser Auto. Schau mal kurz, wo zeigt er mir den an? ACC, ich muss erst mal einschalten, ne? Kann das sein? So, jetzt ist er gesetzt und zwar aktuell nur auf 114. Jetzt sind wir bei 130, kann man übrigens auch in dem digitalen Tacho schön sehen, oben mit dem Pfeil. Das macht das Auto ganz ordentlich. Und jetzt greift wieder der leider optionale Abstandsassistent, der hier im Fahrzeug eben erkennt, dass da vorne Verkehr vor uns ist. Jetzt beschleunigt der Wagen von alleine weiter. Wie gesagt, bin weiterhin im sechsten Gang, schalte überhaupt nicht. Wir stellen fest, ganz gemütlich geht er wieder auf die 130 und läuft da sehr ordentlich. So, die Spurhaltesysteme sind an. Ich versuche jetzt mal, was passiert, wenn wir die Hände nicht direkt am Lenkrad haben, also keinen Lenkimpuls geben, ob der Wagen in der Spur bleibt oder ob er pendelt. Aktuell macht er auch hier einen vernünftigen Job. Ich gehe mal kurz auf die andere Spur rüber. Mit dem Blinker kriege ich auch kein Gegenlenken, so wie es sein soll. Jetzt lasse ich den Wagen mal rollen. Vor uns ist ein anderes Fahrzeug. Unser Auto pendelt nach links. Ich greife mal kurz dagegen, da kommen nämlich Fahrzeuge. Mal kurz schauen, was er macht. Ja, er pendelt schon wieder nach links. Da hat er es irgendwie mit. Bleibt dann aber an der Mittellinie kleben. Oder? Er wirkt so ein bisschen, als würde er sich lieber links orientieren als rechts. Soll ich die Lenkung übernehmen? Mal kurz, was passiert, wenn wir weiter rechts anfangen, was er dann macht. Er gibt wieder Gas, weil der Vordermann auch Gas gibt. Geht nach links. Und bleibt hier aktuell an der linken Seite. Also es ist nicht dieses typische Mitte geführt. Das haben wir hier nicht. Das, was ich so gerne mag, wenn das Auto wirklich in der Straßenmitte bleibt, das zeigt der Wagen aktuell leider nicht. Es sollte aber möglich sein, denke ich mal. So, jetzt ist vor uns wieder frei. Mal gucken, wie der Tempomat reagiert. Der macht das gut. Also auch hier ist es so typisch Volkswagen, wenn ich rausziehe mit dem Blinker und der Wagen quasi erkennt, was ich vorhabe, dann beschleunigt er wieder, sobald eben vor mir die Bahn frei wird. Also selbst wenn sie noch nicht komplett frei ist, weil eben auf meiner Spur zumindest zur Hälfte oder so noch ein Ziel ist, dann weiß der, was ich vorhabe und reagiert entsprechend. Das macht nicht jedes System so. Das ist bei den VW oder VW-Konzernsystemen aber sehr ordentlich gelöst. Ich denke, da merkt man vielleicht auch die vielen Testkilometer der verschiedenen Marken. So, jetzt sind wir 130 unterwegs. Übrigens immer noch eine Anzeige, nachdem wir schon fast 45 Kilometer gefahren sind, von 600 Kilometern Restreichweite. Finde ich auch einen ganz ordentlichen Wert. So, und jetzt lassen wir mal rollen. Ob er jetzt wieder an die linke Seite geht. Ich habe so das Gefühl, der mag diese linke Spur. Ja, aber Fakt ist, ihr könnt das Auto beruhigt fahren, denn der wird euch warnen bzw. wird zurücklenken und wird nicht einfach so grundlos die Spur verlassen. Jetzt rechts auch, jetzt meckert er wieder, dass ich lenken soll. Immer einen kleinen Impuls. Jetzt gucken wir, was ich von hier nach rechts lenke. Auch hier, er lenkt dagegen. Also er fährt nicht so einfach von der Straße. Das System macht, was es machen soll. Es hält uns sicher in der Spur und ist noch kein Teil autonomes Fahren, aber für den normalen, ja, Betrieb auf der Autobahn und für das normale vielleicht mal abgelenkt sein oder einnicken, kommt ja auch vor, habe ich mir sagen lassen, da hilft es auf jeden Fall. Ansonsten, wie gesagt, Abstandsradar, automatischer Abstand, funktioniert super, kann ich auch einstellen, wie ich den Abstand haben möchte, alles so, wie es sein soll. Am Heck unseres T-Roc Cabrio gibt es nicht wirklich viel zu entdecken, aber dennoch finde ich das eine sehr schöne Ansicht, weil der Wagen einfach so wahnsinnig clean aussieht. Wirklich wie komplett aufgeschnitten, sehr schön, ja, glatt und offen. Was mir sehr gut gefällt, das ist hier der Heckspoiler, diese schwarze Abrisskante, die ist ein super Kontrast auch zu unserem Blau und sorgt natürlich für mehr Anpressdruck. Dann eine wichtige Geschichte, wir fahren die Airline, das heißt, wir haben diese dunkelroten Heckleuchten, übrigens sind die immer in LED ausgeführt, mit an Bord. Und etwas, was mir nicht ganz so gut gefällt, das ist hier unten dieser Teil. Das ist klar, dass das keine Abgasanlage ist, aber irgendwie soll es das dann doch wieder andeuten. Ich weiß nicht, warum die Designer es nicht schaffen, sich mal was Neues einfallen zu lassen. Grundsätzlich ist das Bild damit sehr rund, aber es ist halt immer noch irgendwie eine Fake-Auspuffblende. Nichtsdestotrotz, das Heck, finde ich, ist gelungen vom Auto und auch das erinnert mich wieder sehr stark an VW Golf. Und hier ist natürlich noch eine Sache wichtig, wir fahren Cabriolet und das heißt, wenn wir die Klappe hier aufmachen, gibt es nicht so viel zu berichten, aber dazu gleich mehr. Im Übrigen bei dem Lenkrad, das wir hier im Fahrzeug haben, unseres ist das optionale Sportlenkrad. So typisch VW auch von der Anordnung her. Wir haben links die Möglichkeit, den
Tempomaten zu bedienen und darunter die Lautstärkeregelung aufzurufen und auch die Assistenten aufzurufen. So wie hier drücke ich einfach auf einen Knopf, dann sehe ich alle Assistenten und kann zum Beispiel auch da den Lane Assist sehr schnell abschalten. Auf der rechten Seite habt ihr das Thema Sprachbedienung. Ihr habt die Möglichkeit, die unterschiedlichen Display-Inhalte hier vorne auszuwählen oder auch über die View-Taste die unterschiedlichen Anzeigearten zu wählen. Und ihr könnt darüber das Radio und im unteren Bereich hier skippen, also vor und zurück, beziehungsweise also bei den Sendern oder eben auch beim Musikhören einfach weiter nach vorne, nach hinten laufen. Und das ist so grob die Bedienung hier. Sehr übersichtlich, sehr ordentlich gemacht. Das Lenkrad als solches fasst sich gut an, sieht, wie ich finde, vernünftig aus, auch mit dieser Mischung aus Chrom und diesen Hochglanzbereichen. Für mich eine gelungene Vorstellung. So, unsere Autobahnfahrt nähert sich dem Ende. Wir haben jetzt 61 Kilometer insgesamt gefahren, haben jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 6,2 Liter, den das Fahrzeug anzeigt. Und da sehen wir eben, Autobahn heißt hier ganz klar, ist nicht der Bereich, wo wir am meisten sparen. Aber immer noch, wir sind nur 0,5 Liter weg von dem, was Volkswagen angibt. Und damit, denke ich, können wir nach der Autobahnfahrt immer noch sehr zufrieden sein. So, jetzt haben wir die Autobahnfahrt hinter uns und aktuell werden uns angezeigt 61 Kilometer und ein Durchschnittsverbrauch von 6,3 Liter auf 100 gefahrene Kilometer. Das ist zwar nicht mehr so gut wie am Anfang der Fahrt, aber wir sind trotzdem nur 0,6 weg vom angegebenen Wert des Herstellers. Und ich denke, das ist völlig in Ordnung. Jetzt geht es für uns ein bisschen über Land und dann gleich in die Stadt. Und dann schauen wir mal, wie es da ausschaut mit dem Thema Verbrauch und ob er sich da vielleicht wieder ein bisschen verbessert. So, hier ist jetzt gerade mal ein bisschen mehr Verkehr. Und das heißt für mich, ich kann mal langsamer fahren. Damit kann ich euch was zeigen, nämlich wie schnell das Dach auf und zu geht. Das T-Roc Cabrio braucht nur 9 Sekunden fürs Öffnen des Dachs und nur 11, um es wieder zuzumachen. Das ist wirklich richtig schnell, ob ich den richtigen Knopf finde. Während der Fahrt, kein Problem. Ihr seht, geht ratzfatz. Und, ist er fertig? Komm. Da ist der Hinweiston, Dach ist offen. Wie ihr sehen könnt, sehr schön. Hier in der Stadt kann man auch mal einen Moment mit offenem Dach fahren. Da dürfte es von den Außengeräuschen noch funktionieren. Ich fahre im Moment etwas mehr als 30 und dann geht es mit den Windgeräuschen auch im Auto noch. Aber die Sonne scheint so richtig schön. So kann man es genießen, Cabrio zu fahren. Obwohl, auf Dauer wird es dann in der Stadt doch wieder ein bisschen zu warm, wenn man die ganze Zeit in der prallen Sonne sitzt. Und vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen weniger Haare hat, geht das halt auch gerne nach hinten los. Aber nichtsdestotrotz, dafür ist ein Cabrio da, dass man eben auch mal die Sonne genießen kann und entscheiden kann, will ich oder will ich gerade nicht, dass mir die Sonne aufs Dach scheint. Und ich genieße das jetzt gerade. Ich gucke mir jetzt mal das Thema Geräuschniveau an hier im Auto. Sind jetzt bei 50 Kilometer pro Stunde. Finde ich immer noch völlig in Ordnung. Ich hoffe, dass das auch im Ton so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber ich denke, es ist völlig okay. Und das Wichtige ist, es gibt fürs Auto optionalen Windschott, das könnt ihr dazu kaufen. Den Preis weiß ich jetzt, den blende ich einfach mal ein. Gibt es aber, sodass ihr im Endeffekt praktisch hinter den Vordersitzen zumacht und damit eben die Geräusche und auch die Windverwirbelung im Auto nochmal reduzieren könnt. Aber ich denke, so in der Stadt ist das eine Geschichte, sowohl von der Lautstärke her als auch vom Thema Wind, mehr als gut auszuhalten. Und an der Ampel nutzen wir jetzt mal kurz den Stau und sagen, wir machen das Dach wieder zu. 11 Sekunden ist die Ansage. Auch das funktioniert. So, jetzt haben wir ein bisschen Stadtfahrt hinter uns. Aktuell 71 Kilometer gefahren und unser Verbrauch ist jetzt bei 6,3 Liter auf 100 gefahrene Kilometer. Hat sich also nicht wirklich was verschoben, aber es ist jetzt auch nicht so viel. Wir bleiben noch ein bisschen in der City, schauen uns mal an, wie sich hier der Verbrauch des Fahrzeugs weiterentwickelt. Und aktuell bin ich guter Dinge, dass wir unterhalb von, sagen wir jetzt mal, wette ich, 6,5 Liter bleiben. Ich denke, das müssten wir schaffen, denn Autobahn haben wir hinter uns, es kommt noch ein bisschen über Land. Ich tippe mal auf 6,5. Das ist ein Wert, mit dem ich arbeiten könnte. Das Kofferraumvolumen unseres T-Roc Cabrio beläuft sich auf nur 284 Liter. Im Vergleich dazu der normale T-Roc, der hat glaube ich 392 Liter, also deutlich mehr. Wenn wir den normalen T-Roc noch umklappen, dann sind wir glaube ich bei über 1200 Liter. Das schafft er hier natürlich nicht, aber dennoch haben wir hier auch die Möglichkeit durchzuladen. Also ich kann hier
die Sitze umklappen und hat damit ein bisschen mehr, ja, vielleicht nicht mehr unbedingt Volumen, aber Ladelänge, was natürlich hilft, wenn man das wie Skier einladen will oder im Baumarkt war, völlig egal. Außerdem verbirgt sich hier im Kofferraum noch eine andere Sache und die ist hier unten. Und das ist das optionale Windschutz, das ihr bei VW bestellen könnt. Das sorgt einfach dafür, dass ihr, wenn ihr nur zu zweit fahrt oder alleine, einfach weniger Windverwirbelung und natürlich damit auch weniger Geräusch im Fahrzeug habt, wenn ihr offen fahrt. So wie ich jetzt feststellen muss, die Klimaanlage auf 22 Grad mit geringster Lüfterstufe bei aktuell 26,5 Grad Außentemperatur ist schon relativ sportlich, denn da wird es hier im Auto doch warm. Also ich würde eigentlich gerne ein bisschen mehr lüften, aber dann wird es hier im Auto lauter. Ich werde mir einfach zwischendurch mal so einen kleinen Schub gönnen, immer dann, wenn ich mal eine Pause mache mit dem Quatschen, damit ich hier nicht komplett eingehe. Dieser Motor hier hat übrigens nicht nur ein aktives Zylindermanagement, das heißt eine Zylinderabschaltung, wenn das nicht benutzt wird, sondern er hat auch wie jetzt, macht das, eine Stopp-Start-Automatik, die übrigens wie bei den VW-Systemen eigentlich überall recht ordentlich funktioniert. Das heißt, ich habe eigentlich keine große Verzögerung zwischen Motor ist aus im Stillstand und Motor springt an zum Weiterfahren. Das geht eigentlich in dem Moment, wo ich hier bei dem Auto die Kupplung trete, springt der Motor wieder an und damit verpasse ich im Grunde genommen nichts. Spar aber im Stand an der Ampel einfach mal Kraftstoff. Sehr schön ist auch die Übersicht hier der Assistenzsysteme in den Einstellungen des Fahrzeugs, denn hier kann ich alle wichtigen Informationen zu den Assistenzsystemen sehen und auch alle wichtigen Einstellungen der Assistenzsysteme tatsächlich vornehmen. Und ich sehe hier zum Beispiel gerade bei dem Lane Assist ist nicht aktiviert die aktive bzw. adaptive Spurführung, das mache ich jetzt mal. Denn das wird der Grund dafür sein, dass der auf der Autobahn eben nicht so in der Mitte gefahren ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich tippe mal darauf, dass das daran liegt, dass das hier ausgeschaltet ist. Aber hier habe ich zum Beispiel auch die Möglichkeit, mir die Verkehrszeichenerkennung anzuschauen, ob Warnungen kommen oder nicht, ab wann er warnen soll und ähnliche Dinge. Also hier kann ich wirklich dieses Thema Assistenten im Auto auf mich zuschneiden. So, jetzt sind wir wieder in der Innenstadt von Lanzel unterwegs, also in dem, sagen wir, älteren Teil. Und jetzt kommt gleich wieder das, was ich bei jeder Fahrt sage, wenn ich hier durch Landshut fahre. Für alle, die es noch nicht kennen, immer wieder schön, nämlich der Blick, der gleich kommt auf die Kirche hier in Landshut. Und das ist tatsächlich so der erste Eindruck, ihr wisst das wahrscheinlich schon, den ich hatte, als ich das erste Mal in Landshut reingekommen ist, genau dieser Blick. Und habe mich damals dazu entschlossen, ich glaube, ich möchte hier wohnen. Für uns aber ganz gut, wie immer, denn hier fängt jetzt Kopfsteinpflaster an. Und jetzt kann man schön hören, wie gut ist das Auto eigentlich wirklich. Fahrwerksmäßig muss ich sagen, auch hier gilt, der ist wirklich sehr komfortabel, ohne schwammig zu sein. Geräuschmäßig auch völlig in Ordnung. Das einzige Klappern, das ich im Auto aktuell höre, ist wie immer, und das nervt mich maßlos, die eine Kamera, die nach vorne raus zeigt. Da muss ich mir tatsächlich irgendwas einfallen lassen für die Zukunft. Aber ansonsten ist es hier im Auto sehr schön ruhig und sehr ordentlich. Und das, obwohl der Untergrund mehr als unsauber ist. Auch hier jetzt nochmal mehr, sag mal, Unebenheiten. Das sieht man an der Kamera, aber das ist nicht das, was ich hier im Auto fühle. Im Auto fühlt es sich relativ ruhig an. Natürlich habe ich Bewegung im Wagen, aber sehr gedämpft. Also lange nicht so dieses Schlagen, was man da zum Teil in der Optik sieht. Sondern wirklich sehr komfortabel. Und der Sitz auch hier wieder tut was dazu, dass man eben durch den Seitenhalt und auch durch den Komfort im Sitz wirklich gut unterwegs ist. Hier wird es jetzt wieder ein bisschen ruhiger. Hier ist die Piste etwas glatter. Das ist völlig in Ordnung. Und das ist übrigens die Neustadt, das sage ich auch jedes Mal. Das hier ist so der Bereich, wo ihr viele Kneipen findet, viele kleine Läden, viel Gastronomie, sehr hübsch. Und jetzt geht es weiter und noch etwas tiefer quasi in die Stadt. Und auch hier wieder etwas groberes Pflaster. Aber auch jetzt immer noch keinerlei Knarzen, Knirschen, irgendwas, was man als störend empfinden könnte im Auto. Überhaupt nicht. Und hier wieder der Blick auf die nächste große Kirche mit dem Vorplatz. Und da, wie jedes Mal auch, fühlt sich aktuell komisch an bei 27 Grad Außentemperatur. Aber hier findet immer der Weihnachtsmarkt statt in Landshut. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr Gelegenheit haben, auch da wieder dahin zu gehen. Ich hoffe, dass Corona es zulässt. Und das ist immer sehr schön, weil wir haben einen kleinen Weihnachtsmarkt eingerahmt hier von der Kirche und diesen wunderschönen bunten alten Häusern.
Also für alle, die Weihnachtsmärkte mögen und die nicht zu weit weg wohnen, ich kann es nur empfehlen, es ist wirklich sehr schön. Nicht der größte Weihnachtsmarkt der Welt, aber sicherlich einer von denen, die sehr gemütlich sind. So, jetzt habe ich hier gerade jemanden vor mir, der es mit den Geschwindigkeitsbeschränkungen etwas zu ernst nimmt, denn wir dürften 30 fahren, fahren aber gerade mal die Hälfte. Das lässt mir aber die Möglichkeit, mal zu schauen. Nach 76 gefahrenen Kilometern, Durchschnittsgeschwindigkeit 43 Kilometer pro Stunde, eine Stunde 46 sind wir unterwegs, haben wir jetzt einen Verbrauch immer noch von 6,3 Liter auf 100 gefahrene Kilometer. Für alle von euch, die dieses Format öfter oder länger schon verfolgen, wir wären normalerweise noch nicht so lange unterwegs. Liegt aber daran, ich musste anhalten und musste tatsächlich an den Kameras umbauen, denn ich habe eine Kamera austauschen müssen, weil sie defekt war. Und die Reservekamera, die ich dabei habe, die hat nicht die Akkulaufzeit, die wir gebraucht hätten. Deswegen musste ich mal kurz anhalten und ein bisschen tricksen. Ich hoffe, dass man es im Schnitt nachher nicht sieht. Falls doch, sage ich an dieser Stelle mal Entschuldigung, aber gegen solche Dinge ist man dann manchmal einfach machtlos. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen durch die Stadt rollen. Ich bin mal gespannt, wo wir am Schluss unserer Stadtfahrt landen und werde mich dann rechtzeitig wieder bei euch melden, wenn wir hier aus der Stadt rausrollen, um die letzten Kilometer dann über Land zu fahren. Für den normalen T-Roc gibt es unterschiedliche Diesel- und Benzinmotoren mit Leistungen zwischen 115 bis rauf zu 190 PS. Beim T-Roc Cabrio sieht das Ganze ein bisschen anders aus, denn hier gibt es nur zwei Antriebe, und zwar einmal ein Dreizylinder-Benziner, das ist ein 1-Liter-Motor, der liefert 115 PS und hat maximal 200 Newtonmeter Drehmoment, oder aber den Motor, den wir hier fahren, das ist der 1,5 Liter Vierzylinder mit 150 PS bzw. 110 kW und maximal 250 Newtonmeter Drehmoment. Der einzige Unterschied, den es dann noch gibt zwischen den beiden Motoren, ist, den größeren gibt es wahlweise auch mit einem siebenstufigen DSG-Getriebe. Ob es zu einem späteren Zeitpunkt ein größeres Motorenprogramm gibt und ob es vor allen Dingen vielleicht auch mal einen Diesel geben wird für das Cabriolet, kann ich euch aktuell leider nicht beantworten. So, unsere Stadtfahrt nähert sich dem Ende. Wir haben jetzt nur noch ein paar Minuten hier, die wir mit der Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Kilometern pro Stunde leben müssen. Und die Stadtfahrt hat sich nicht bezahlt gemacht. Also wir haben jetzt einen Durchschnittsverbrauch angezeigt von 6,4 Liter auf 100 Kilometer und wir sind ruhig gefahren. Es gab jetzt nicht viele Staus oder sowas. Da hatte ich mir ein bisschen mehr von versprochen. Aber gut, es ist wie es ist. Wir haben jetzt 83 Kilometer hinter uns. Es kommt noch ein bisschen was über Land und sind jetzt zwei Stunden unterwegs. Bin mal sehr gespannt, wo wir am Schluss landen. Ob ich meine 6,5 tatsächlich halten kann, das sehen wir dann wahrscheinlich erst wieder am Schluss. Wer die Airline-Version des T-Roc Cabrios bestellt, der wird hier im Interieur Oberflächen in den Türen, auf dem Armaturenbrett und auch hier in der Mittelkonsole finden. Die nennen sich Shadow Steel. Das ist so eine, ja, so ein dunkler Grauton. Das wirkt tatsächlich, je nachdem wie man drauf schaut, so ein bisschen wie dunkler, ja, Stahl. Aber das soll dem Auto nämlich an so ein bisschen sportlichen Charakter geben. Was es tatsächlich schafft, ist, es sorgt dafür, dass das Interieur ja so ein bisschen, weiß nicht, industrieller wirkt irgendwie, also ein bisschen, ja, kerniger wirkt. Ich finde, das ist gelungen. Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, ist die Bezeichnung, denn wir reden nach wie vor über Kunststoff und nicht über Stahl. So, ich denke, wir werden jetzt mal die Gelegenheit nutzen. Wir fahren noch einen Moment über Land, die letzten Kilometerchen, und ich denke, es ist jetzt mal Zeit, das Dach aufzumachen und einfach mal echtes Cabrio-Feeling aufkommen zu lassen. Sobald unsere Geschwindigkeit niedrig genug ist, sollte die Sache ja in 9 Sekunden erledigt sein. Und Dach ist unten. Wenn ihr mich jetzt nicht mehr versteht, dann liegt es am Wind. Aber ich bin jetzt einfach mal still und genieße einfach mal nur die Fahrt. Übrigens auch jetzt mit 80 Kilometern pro Stunde hier bei der Fahrt über Land. Ich hoffe, das kommt im Mikro so an. Ist das Geräuschniveau im Auto wirklich okay? Gibt es also nicht viel, was mich überrascht. Ich habe genau das an Windgeräuschen, was ich finde, ist verträglich ist und was ich auch erwartet habe. So, wir haben jetzt gleich 90 Kilometer hinter uns, sind ein bisschen über Land unterwegs gewesen und wie wir sehen, 6,5 Liter auf 100 gefahrene Kilometer zeigt das Auto aktuell an. Wir sind jetzt 2 Stunden 5 Minuten unterwegs. Ich hatte eigentlich am Anfang meiner Fahrt gehofft, dass wir unter den 6,3 bleiben. Aber gut, 6,5 ist immer noch kein schlechter Wert für ein Fahrzeug, das 150 PS an Bord hat und sich so fahren lässt wie unser hier.
Wenn man beim T-Roc die Airline bestellt, dann bekommt man nicht nur optisch ein bisschen mehr Sportlichkeit, sondern auch fahrdynamisch mehr. Denn der Wagen bietet dann immer unterschiedliche Fahrmodi. Das heißt, ich kann mir aussuchen, ob ich im Normalmodus, im Sportmodus, im Individualmodus, im Komfortmodus oder im Eco-Modus fahren möchte. Und darüber hinaus gibt es etwas, was ich bei VW wirklich sehr mag, und zwar die sogenannte Progressivlenkung. Das heißt, der Lenkeinschlag ist nicht proportional zum Lenkwinkel, den ich in der Lenkung gebe, sondern ist überproportional. Das heißt, gerade wenn ich viele Kurven fahren soll, so wie Serpentin oder so, macht das wirklich Spaß und das Auto fährt sich einfach sportlicher, dynamischer damit. Darüber hinaus gibt es optional das sogenannte DCC, also die adaptive Fahrwerksregelung, zu kaufen. Kostet 1045 Euro. Und das ist etwas, was wir hier im Auto ebenfalls vorfinden bei unserem Testwagen. Und zusammen mit der Progressivlenkung und den unterschiedlichen Fahrmodi macht der Wagen hier, obwohl das Cabriolet im Vergleich zum normalen T-Roc rund 200 Kilo schwerer ist, immer noch sehr viel Spaß, auch wenn man ihn mal ein bisschen dynamischer fährt. Übrigens, das ist genau das, warum man so ein Auto kauft. Ganz gemütlich über Land cruisen, das Licht genießen, die Umgebung fühlen, hören, riechen. Ist einfach doch ein bisschen anders als in einem geschlossenen Auto mit offenen Fenstern. Eine Sache, die mir hier in dem T-Roc Cabrio gar nicht gefällt, das ist die Anordnung dieser beiden USB-C-Anschlüsse. Nicht nur, dass es USB-C sind, sodass eigentlich die meisten von uns einen Adapter brauchen, sondern die sind hier in dieses Fach oben in die Ecke reingeklemmt, würde ich mal sagen, und sind einfach ja, weniger gut zugänglich und es sieht einfach nicht schön aus, weil da ist so eine Kante hier in diesem Fach, die, wie ich finde, da einfach so nicht reingehört. Wo wir hier gerade so gemütlich durchs Dorf rollen, können wir auch mal kurz über das Thema Platzangebot sprechen. Und der T-Roc als Cabriolet bietet auch großen Menschen wie mir mit fast 1,95 hier vorne wirklich mehr als ausreichend Platz. Ich habe hier die Möglichkeit, das Lenkrad vernünftig einzustellen, sodass ich wirklich sehr ordentlich im Auto sitze. Ich habe nach oben nicht mehr viel Luft, aber ein kleines bisschen ist noch da, wobei ich immer recht aufrecht im Auto sitze. Und auch die Sitzposition bezogen auf die Sitzeinstellung ist sehr ordentlich. Die Sitze hier, die bieten wirklich richtig Seitenhalt, sind extrem komfortabel. Da muss ich sagen, vermisse ich gar nichts. Ich kann sogar die Kopfstütze schön hoch einstellen und finde damit im Auto als Fahrer oder Beifahrer, auch als Großradmensch, wirklich eine perfekte Sitzposition. Wie es hinter mir aussieht, das schauen wir uns bei einem separaten Stopp an, wie immer. Und ich denke mal, mich da hinten reinzuzwängen, wird sicherlich eine amüsante Geschichte. So, hier der versprochene Zwischenstopp. Kann ich hinter mir sitzen im T-Roc Cabriolet. Wie ihr seht, es fehlt eigentlich eine Tür für einen Kerl wie mich, aber ich versuche es trotzdem. Den Sitz nach vorne. Der Einstieg ist easy, weil reinklettern kann ich hier, völlig problemlos. Jetzt mache ich den mal wieder zurück. Wenn der Sitz vorne bleiben würde, würde es gehen. Macht er aber nicht. Denn normal rutscht er wieder zurück. Und dann wird es hier hinten schon sehr kuschelig. Also auf der Beifahrerseite habe ich den Sitz ein bisschen nach vorne geschoben. Ich glaube, da ist besser. Das probiere ich auch nochmal. Schön ist, ich kann hier einfach aufstehen. So was haben wir normalerweise nicht in einem Auto. Also hier ist es besser. Aber unabhängig davon, dass die Sitzfläche gerade ziemlich heiß ist, hier geht's. Ich würde aber sagen, wenn ich vorne sitze, sollte man einfach aus Prinzip schon hinten das Windschott reintun. Dann gibt es auch gar nicht erst eine Diskussion, ob man zu zweit oder zu viert fahren muss. Und für zwei Leute ist hier auf jeden Fall Platz genug. Jetzt gerade mal so drüber nachgedacht, wenn man nicht unbedingt Kinder hat, sondern vielleicht nur alleine ist oder als Pärchen unterwegs, muss ich sagen, wäre die Versuchung bei mir schon sehr groß, so ein Fahrzeug zu fahren, denn es macht tatsächlich Spaß. Und man muss eben bei so einem Auto wie dem hier nicht so wirklich auf Komfort verzichten. Und richtig teuer ist er jetzt auch nicht. Ist schon gar nicht mal so schlecht. Etwas, was sicherlich großen Menschen auffallen wird, das ist die Gurtführung. Denn die läuft relativ weit oben für uns und sehr nah am Hals. Und ist zum Teil, wie ich finde, ja nicht wirklich sehr komfortabel. Darüber hinaus, wenn ich mit dem Fahrzeug fahre und die Fenster offen habe, dann entsteht hier oben so ein Flattern im Gurt. Und das ist je nach Geschwindigkeit wirklich unangenehm. Im Übrigen, für alle, die es interessiert, ich gehe aktuell davon aus, dass ihr keinen VW Golf mehr sehen werdet, der als Cabrio kommt. Das heißt, wenn ihr einen Golf Cabrio fahren wollt, dann ist der T-Roc als Cabrio das, womit ihr am nächsten daran kommt. Dann im Grunde, wenn ihr euch innen umschaut, das ist wirklich ein Golf. Da hat sich nicht wirklich was verändert. Und wenn ihr das Auto von außen anschaut, so weit weg seid ihr davon auch nicht. Der Wagen ist ein kleines bisschen höher, hat aber einfach nur den Vorteil, es lässt sich leichter ein- und aussteigen und unsportlich wird er dadurch auch nicht. So, jetzt haben wir
fast 100 Kilometer geschafft. Jetzt schaue ich mal schnell, was mir mein System hier sagt, wie es aussieht mit unserem Verbrauch. Ja, 6,5 ist der Wert, den ich mir ausgedacht habe oder den ich erwartet habe. Das sind jetzt nur noch ein paar hundert Meter bis zur Tankstelle. Und ich bin mal sehr gespannt, wie adäquat der Wagen hier anzeigt. Ob wir wirklich 6,5 nachtanken oder ob es am Schluss dann doch mehr oder weniger ist. Aber das erfahrt ihr, ich sag mal in Anführungszeichen, in wenigen Minuten, denn wir haben jetzt die 100 Kilometer voll und ich kann die Tankstelle da vorne schon sehen. Das waren sie, 100 Kilometer im VW T-Roc Cabriolet. Und bevor wir über das Thema Verbrauch sprechen, sprechen wir mal kurz über das Auto im Allgemeinen. Was mir wirklich gut gefällt am Wagen ist, das eine, er ist nämlich einzigartig. Es gibt nur dieses eine SUV Cabriolet im gesamten Markt, das in Masse produziert wird. Und das hat schon was, wenn man sagt, es gibt nur diesen einen davon oder dieses eine Modell. Dann finde ich aber so oder so das Design vom Auto wirklich gelungen. Es gefällt mir wirklich gut. Es erinnert mich zwar hier und da immer noch ein bisschen an das Golf Cabrio, aber trotzdem, das ist ein solides Cabriolet und das bisschen SUV, was da noch drin steckt, stört weder beim Fahren noch bei der Optik. Wenn ich mir das Interieur vom Auto anschaue, das ist modern, das ist frisch, das ist vernünftig verarbeitet, das sind gute Materialien, das ist alles für mich typisch Volkswagen. Und auch hier die Sportsitze, die drin sind, mega bequem, trotzdem viel Seitenhalt. Es gibt die passenden Infotainment-Systeme, es gibt auch nicht zu viel Auswahl bei dem Auto, sodass ich wie bei manch anderem Volkswagen Unmengen an Listen lesen muss, sondern hier ist alles relativ knapp und kompakt gehalten. Ich habe eine vernünftige Basis, wenn es um die Assistenzsysteme geht. Es geht aber nach oben deutlich mehr, sodass ich das Auto wirklich so konfigurieren kann, wie ich es haben will. Und wie gesagt, Platz vorne für große Menschen super, hinten eher Abzüge in der B-Note, würde ich sagen. Aber so ein Auto ist eher ein Spaßauto als ein Vernunftsauto. Und dann würde ich zum Beispiel einfach hinten das Windschutz reinpacken und würde die Fahrt zu zweit oder alleine genießen. Jetzt mal zum Thema Motor, Getriebe. Funktioniert alles super, passt gut zusammen. Die 150 PS reichen fürs Auto völlig aus. Und ich würde mir jetzt noch wünschen, das mal als den mit dem DSG zu probieren. Ich denke, da wird es noch mal entspannter. Und ich bin vor allem mal gespannt, ob Volkswagen irgendwann noch mal einen Diesel nachlegt oder einen Erdgasantrieb für Leute, die das vielleicht auch noch suchen. Jetzt aber mal zum Verbrauch. Volkswagen gibt den T-Roc mit dem 1,5 Liter 150 PS Motor als Cabriolet mit einem Wert von 5,7 Liter auf 100 gefahrene Kilometer an. Das ist ein Wert, den haben wir nicht ganz erreicht. Wir haben am Anfang bei der Überlandfahrt weniger gebraucht, sogar deutlich weniger, haben dann aber gesehen, auf der Autobahn bei etwas zügigerer Fahrt und auch bei den 130 landen wir doch bei einem höheren Wert. Und in der Stadt konnten wir das nicht wieder zurückholen. Also das Auto war in der Stadt nicht ganz so sparsam, wie ich es erst erwartet habe. Und am Schluss unserer Fahrt hatten wir dann einen Wert, der angezeigt wurde von 6,5 Liter. An der Tankstelle hat sich das Ganze dann leider ein bisschen anders dargestellt. Dann waren es dann plötzlich 7,5 Liter. Wobei ich sagen muss, weder 6,5 noch 7,5 sind jetzt ein Wert, der mich wirklich abschreckt bei so einem Auto. Wir hatten extrem hohe Temperaturen. Ich habe die ganze Zeit die Klimaanlage angehabt. Und wenn man ein Cabrio fährt, weiß man, stromlinienförmig ist das nicht 100%. Wir haben extrem viele Verwirbelungen da. Und deswegen denke ich, das ist ein Wert, der ist in Ordnung. Aber ich hätte mir halt einfach einen geringeren Wert bei der Abweichung gewünscht zwischen Anzeige und Nachtanken. Nichtsdestotrotz denke ich, dass das ein Auto ist, das einfach sehr viel Spaß macht, sehr gut verarbeitet ist, trotzdem richtig sicher ist, obwohl es ein Cabrio ist. Und für alle, die ein Cabriolet suchen und sagen, ich brauche eben keine E-Klasse oder etwas sehr Großes, sehr Teures, hier könnt ihr für ab unter 30.000 Euro ein viersitziges Cabrio kaufen. Ihr könnt ihn so ausstatten, wie ihr wollt. Beim Testwagen waren es am Schluss dann doch 42.000. Und das ist so der zweite kleine Knackfuß, dass ich ihm sage, wenn ich so 10.000 Euro extra in so ein Auto packen soll, also ein Viertel, finde ich das immer noch ein bisschen zu viel. Aber dafür habt ihr dann ein Fahrzeug, das einzigartig ist und das bei Sonnenwetter wie jetzt richtig Spaß macht.